Willkommen zurück hier zu Half-Life 2 Episode 1 im Cinematic Mod 2013. Wir sind hier zusammen mit der wunderbaren Alex Vance. Ja, wir sind hier in der Zitadelle. Wir haben einen Part, haben wir schon gespielt, hier den Einstieg. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rüberkommen. Wir haben hier unser tolles Graviton. Und wir müssen uns ja diese Dinger schnappen. Hier die Energiekugeln. Und der Blinke ist ja noch rot. Und da schießen wir den einfach da rein und dann... Hey, clever. Jawohl, clever geht hier der Weg an. Wieder diese wunderbare Musik hier vom Cinematic Mod. Oh, wir werden beschossen. Soldaten! Oh, wir haben noch keine normale Waffe, oder? Ah, jetzt kann er einfach runterpollern hier. Und ich schieße hier weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 ich kassiere. Ich schieße euch hier gegenseitig ab. Deck mir dir den Abhang runter. Da kommt noch einer. Wir packen uns den und schießen den dahin. Ja, ja. Okay, wir haben noch genug Energie. Wow. Aber wo steht er denn? Der stand ja mitten in der Luft. Wir haben ihn ja fast gerettet. Okay, das heißt, wir müssen das gleiche hier nochmal machen. Sind die nah genug für uns dran? Ja, ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn. Einmal nach links. Und jetzt muss ich warten, bis wieder einer kommt. Ja, stark genug, stark genug. So, Alex, geh mal da zur Seite. Und da rein. Und jetzt schnell weiter. Über die Brücke sprinten. Bevor hier noch mehr Korbein-Soldaten kommen, wie hier. Wir kassieren mächtig. Weg mit euch. Und ich schieße dich mit den anderen ab. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Aber der ist auch hinüber. 71, 102. Bring mal dich da hinten aus der Ecke raus. Das ist ja einfach fallen, oder? Ah, da oben. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Super, Alex. Ist da oben auch noch? Ah, da kommt ja wieder einer. Ich glaube, es ist ja der erste Kontakt hier mit den Corbines gewesen hier. In diesem Abschnitt. Ich glaube, von hier kriegen wir die nicht. Oh, der ist eine Waffe verloren. Was hat er da verloren? Ich gehe mal hier an der Seite gucken, wo die rauskam. Okay, erstmal hier ein bisschen Ruhe, aber gerade die Musik war ja mal wieder klasse, Leute. Also anders kann man es nicht nennen, ne? Wieder. Richtig schön gemacht hier, diese Atmosphäre von der Musik. Oh, ich kann die nicht so lange halten, verdammt. Komme ich denn von hier da hinten rein gucken? Also hier wäre ja angezoomt. Ich kann mal hier mal dran halten, dann sehen wir ein bisschen mehr. Aber ich glaube, so weit kann ich das Ding nicht ziehen. Ne, da reicht unsere Power nicht von unserem Graviton. Da muss ich mich ja echt beeilen, um da jetzt schnell genug hinzukommen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie es ging. Okay, jetzt haben wir den einen hier geschnappt. Und kann ich ihn hier schon von hier schon mal reinschießen? Na, das habe ich auch nie. Ach, vielleicht kann ich ihn auch in die Leiterbahn schießen. Ach, hier ist auch so eine Leiterbahn. Boah, clever, Marvin. Was machst du da? Da gehst du zu der hinteren und hier vorne ist eine Leiterbahn frei. Und der war daneben. Ich versuche das mal von der anderen Seite. So nah hier an der Wand. Okay, eine geht auf. Der nächste Schuss wird wohl ein bisschen trickier. Da ist ja so ein Schutzschild vor. Vielleicht kann ich den da so reinwurmeln. Jawohl. Okay, dann gehen wir weiter. Die Alex folgt uns hoffentlich. Wenn ich mal hier kurz ruhig bin, hier diese Stille in diesem Gebäude. Hat irgendwie auch etwas. Ah, fällt hier halb auseinander. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich an, als ob hier alles wieder zusammenbricht. Weg mit euch! Kann ich hier immer noch keine Waffe von denen aufnehmen? Das ist schade. Ich habe hier immer nur noch das Graviton. Hey.
Okay, ich denke, wir gehen links. Tja. Rüberspringen. Da wäre fast schief gegangen, aber fast zu kurz. Das hier sind die Riesen-Walker-Leute. Hm? Die haben im Hauptspiel alles hier platt gemacht. Boah, das sieht geil aus. Oh, das ist ein Kampfschiff. Hm? Aber ich glaube, das lässt uns in Ruhe. Boah, das hat er aber hier abgestürzt. Was hat er gemacht? Den Walker. Okay. Hast du das gesehen? Ja, haben wir gesehen. Schau sie dir an, Boden. Wollen die nun flüchten? Sie haben keine Ahnung, was los ist. Komm, Alex. Hm? Das da oben sind so Kapseln, da sind auch Leute drin. Da sind teils Menschen drin, so ähnlich wie bei Matrix kann man sich das vorstellen. Die werden da so gefangen gehalten. Vielleicht kann uns hier die Alex die Tür aufmachen. Ah, da ist er. Hm? Oh, jetzt. Sehr finster. Ah, wir haben wieder einen Ladebalken. Wir dringen weiter rein in die Zitadelle. Wir müssen ja irgendwie das Ding abschalten, damit es ja nicht wieder zu einem erneuten Krieg kommt, damit das Portal nicht wieder geöffnet wird. Wurde uns hier ja in Folge 1 vom Eli erzählt und vom Dr. Kleiner, dass wir das so machen müssen. Ist hier Alex hinter uns? Ja. Hier, der Oma, das Spiel ist hier, glaube ich, von 2004 und der Boden sieht so klasse aus. Ist hier so schön am Reflektieren. Gut, es ist auch hier dieses Mod-Pack dabei, aber trotzdem. Half-Life damals auf jeden Fall ein grafisches Highlight. Wir müssen auf dem richtigen Weg sein. Ich hätte vielleicht da oben mal die Energie wieder auftanken sollen. Fangen! Ich glaube, ich hab's verkackt, oder nein? Das war richtig. Hm? Vorsicht! Nein, ich hab's verkackt. Ich muss das abfangen hier mit den. Oh, ich muss das doch hier mit den Gravitonen auffangen, damit das Ding hier nicht kaputt geht. Das ist doch Logo. Vorsicht! Das habe ich doch auch irgendwie versucht hier, aber irgendwie habe ich es nicht gepackt bekommen. Ah, jetzt. Okay. Vielleicht erst später drücken. Den habe ich nicht gefangen, aber es ging gut. Hm? Die Teile sind zu klein, die machen uns nichts. Oh, wo ist überhaupt hier mein. Schau hoch! Oh, ja. Nicht, dass er nochmal auf uns drauf hält. Ich sehe auch mein Fadenkreuz, ist echt klein hier in der Mod-Variante. Was ist mit diesem Lift los? Okay, dann. Kannst du ihn wieder in Gang setzen? Ja, sind doch Klempner hier, ne? Herr Gordon, hm? Muss ich jetzt wirklich da rüber springen? Da hätte ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ich glaube, ich muss mir hier so ein Energiebällchen rausholen. Und das dann irgendwie da rüber ballern. Okay. In etwa so. Aber wir haben nicht ganz getroffen. Ah, wieder nicht. Gibt's doch nicht. Ja. Männer und Handwerker. Der kommt immer ganz gefährlich jetzt. Komm, nächster Versuch. Zu tief. Hm? Wow. Oh, meinst du, wenn er dir gegen den Kopf kommt hier? Der kommt hier mit so viel Speed angebremst. Was versuchst du mal in der Höhe? Wieder daneben, gibt's ja nicht. Wo ist hier diese Leiterbahn hin? Da. Etwas höher. Mann. Aber. Oh. Nächster Schuss, komm, nehmen wir den nächsten. Wir schießen uns ein. Nein. Noch einen. Hier. Gibt's doch nicht. Hm? Ja, der muss doch jetzt mal hier drin sein. Elfmeterquote gleich null. Vielleicht stürzt das hier alles ein. Jetzt aber, komm. Nein, wieder nicht. Und jetzt, vielleicht kann ich aber hier ein bisschen ranzoomen, ob ich da ein bisschen mehr sehe. Da sehe ich gar nichts. Och, aber der war drin. Schön.
Oh, der Lift macht Turbo. Da oben! Och nein! Falls es jetzt hier nicht ganz synchron ist, ich habe das hier gerade etwas geschnitten. Weil. Erstmal das Ding hier wieder weg, bevor wir hier nochmal kaputt gehen. Start nochmal, gut. Wende wieder deinen Trick an. Weil hier vorne da Hang irgendwie das Spiel. Gerade. Ja. Und deshalb haben wir es jetzt einmal geschnitten. Da muss auf jeden Fall wieder so ein Energiebällchen rein. Das werden wir gerade mal wieder versuchen. So, getroffen. Jetzt kommt da nämlich wieder ein Stalker da in der Ecke. Ich weiß nicht, sieht man ihn schon? Ja, da kommt der Stalker da raus. Und den müssen wir jetzt hier mit so einem Ball hier vernichten. Mit so einer Energiekugel. Ah, der war daneben. Ah, der treffen wirklich nicht gut. Schon wieder daneben. Scheiße. Etwas anderer. Vielleicht noch ein bisschen steiler machen. Ja, okay, den haben wir jetzt erwischt. Hoffe ich zumindest. Und dann da rein. So, da ging es gerade nicht weiter. Ich hoffe, es geht jetzt weiter. Und das Spiel einmal neu gestartet. Oh ja, es geht weiter. Schön. Okay, wir gucken wieder nach oben. Bevor wir hier wieder was auf den Kopf bekommen. Oh, 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 oh. Das war knapp. Lass mal einmal durchatmen hier. So oft daneben geschossen und jetzt stürzt ja noch alles zusammen. Ja, hier ist ein Automatium, um unsere Lebensenergie mal wieder auf volle Pulle zu bringen. Anzug und Lebensenergie. Volle Power. Hm? Okay, wir sind gefangen. Er lädt wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das zeitlich so ist ungefähr. Ich glaube, ein bisschen können wir noch machen, jetzt durch das, was wir jetzt schneiden. Ein wenig können wir also noch weiterlaufen. Oh, das scheint ein langer Abschnitt zu sein. Er ist ganz schön lange am Laden. Vielleicht ist es auch das neue Kapitel. Dann würde ich das direkt so schneiden. Vorsichtig. Och nein. Weg mit euch! Du auch noch! Jawohl! Ich sehe da gerade da oben, das Viech, was hier oben zu sehen war, der war ein ganz übler Bursche. Was suchen die hier? Das Kontrollsystem spinnt. Sieht aus, als komprimierten sie ein riesiges Datenpaket. Aber warum? Okay, mal gucken, was die Alex rausbekommt. Schon ziemlich hinüber aus. Ich hoffe, Dr. Kern hat recht. Riesenkern hier, der große Energiekern. Können wir es abschalten? Vielleicht kommen wir durch den Kontrollraum rein. Oh. Ich bin gespannt. Zugang. Ich werde versuchen, ihn auf diese Ebene zu holen. Warte, ich verschaffe dir Zutritt. Ich möchte diese schöne Musik gar nicht unterbrechen. Komisch, ich finde die so geil, die Musik. Jetzt würden sie einfach alles einschweißen. Ich nehme mit, was ich kann und... Diese Werte sind viel zu hoch. Ich habe irgendeinen Stalker. Vielleicht können wir noch das Hemmfeld neu aktivieren. Gut, dass du weißt, was du tust. Kein Wunder, dass du Dr. Kleiners Lieblingsschüler warst. Also, hier ist dein Lift. Wir sind Klempner fürs Grobe. Guten, ich. Kein ich Professor, wünschte, Physiker. Dir helfen. Okay, noch Abschiedsumarmung hier von der Alex. Die guckt uns doch niemals an. Beeil dich. Ja. Und weg. Ab geht's nach unten. Okay, Warning ist nicht gut, da ist ja wieder ein Stalker. Oh, und das hört sich an wie Geschütztürme. Oh, shit. Ja, ich glaube, dann machen wir hier direkt mal beim nächsten Mal weiter. Dann
Ich spiele weiter und dann machen wir einmal hier einen kurzen Cut. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis bald.